Guten Tag, meine Herrschaften. Es gibt ja so Betonköpfe, die behaupten, Eigentum ist Diebstahl. Alles Quatsch, denn den Kapitalismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Unser heutiges Stück der Weltliteratur, der Biberpelz von Gerhard Hauptmann, ist ein einzigartiges Juwel. Denn endlich gibt's hier mal eine Heldin der Marktwirtschaft, die uns zeigt, wie es gemacht wird. Mutter Wolfen, wat ne Waschfrau ist. Sie hat sich mit ihrem Mann Julius Wolf ein kleines Häuschen gekauft, was abgezahlt werden muss. Je schneller, je besser. Deswegen schickt sie ihn auch immer mal wieder auf nächtliche Besorgungstouren. Die beiden haben zwei Töchter, die stelle ich Ihnen aber jetzt nicht vor, sondern ihm hier, Baron von Wehrhahn. Der ist sozusagen der preußische Staat in dem kleinen Vorort von Berlin, wo das Ganze spielt, nämlich der Amtsvorsteher, also so ein Mittelding zwischen Standesbeamter und Polizei in einem. Herr Krüger ist ein Rentier, also Pensionär mit Sprachfehler und genügend Geld, während sein Kumpel Dr. Fleischer Lepra hat. Jetzt metaphorisch gesprochen, er ist nämlich liberal, womöglich sogar Demokrat, was im Kaiserreich als schlimme Infektionskrankheit galt. Während Mottis hier zwar Mieter bei Fleischer war, aber stramm nationalistisch, bis der ihn rausgeschmissen hat. Also jetzt ist er immer noch stramm nationalistisch, aber eben eine Petze und wohnt nicht mehr bei Fleischer. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere. Hauptmann hat 1885 bis 1890 in Erkner bei Berlin gewohnt und dieser Ort und die Leute da sind wohl die Hauptinspirationsquelle für sein Stück, das 1893 uraufgeführt wird und los geht's. Mutter Wolf will gerade in aller Ruhe ein frisch gewildertes Reh aufbrechen, wird aber ständig dabei gestört, erstmal von ihrer ältesten Tochter. Ich gehe da nicht wieder hin. Der Krüger ist so ein Ausbeuter, ich musste Holz einräumen. Ach Gott. Ja, aber mitten im Winter, abends. Das ist dein Job. Da kommt Papa nach Hause und die Tochter verkrümelt sich mal, weil der ist immer ein bisschen streng und sie so, du kannst gleich den Stall reparieren, aber ich wollte jetzt Feierabend machen, sofort. Tja, in der Ehe kennt Mutter Wolfen keine geregelten Arbeitszeiten, aber für ihr Kind interessiert sie sich natürlich und sagt, und wo ist das Holz jetzt, das du einräumen solltest? Na, das liegt noch auf der Straße. Aha, interessant. Da kommt Vulko, ein Spreeschiffer. Die Spreeschiffer waren die Trucker ihrer Zeit, der Fernverkehr lief meist über die Flüsse und wir lernen von Mutter Wolfen, wie man verkauft. Und er sagt, na, mal wieder die Mutter Wolfen übers Ohr hauen, ich hab da ein super Reh, 30 Pfund schwer. Ja, 13 Mark. Und die so, ja, gute Reise dann noch. Höchstens 14, ich will ja nicht, dass sich jemand damit erwischt. Erwischt? Ich hab das tot gefunden, das ist völlig legal. Und ich habe halt schon 4 Rehe an Bord, sonst würde ich auch 15 geben. Tja, dann wird das heute nichts mit uns. 40 Jahre racker ich mich ab und was kriege ich dafür? Rheuma kriege ich. Einen Pelz müsste ich mal haben. Und die Tochter Adelheid, die jetzt auch dabei ist, sagt so, die Frau Krüger hat ihrem Mann einen Biberpelz gekauft. Ja, ein Biberpelz, das wäre was Feines, da würde ich 60 Taler würde ich dafür bezahlen. Und das Reh für 16? Nicht unter 18, also 17. Tschüss. Und der kann gerade so mit seinem frisch gekauften Reh verschwinden. Da stehen auch schon Herr und Frau Mottis im Raum und die Wolf kann die nicht leiden, weil sie ist auch so eine Denunziantentussi und sagt, hier, schauen Sie mal, wir haben Schlingen gefunden, ganz nah bei Ihnen am Haus. Also was hier gewildert wird, das geht ja auf keine Rehhaut. Und Sie wollen Ihre Schulden bezahlen? Nee, wir hätten gern Brot und Eier. Aber mein Mann ist ja jetzt Redakteur, am Samstag zahlen wir. Na super. Und sie gibt Ihnen Brot und Eier gegen Ihren Willen. Als sie die los ist, kommt der Amtsdiener und sagt, Mutter Wolfen, ich weiß schon, die Amtsvorsteherin will morgen gewaschen haben, oder? Woher wissen Sie das? Ja, das war nicht schwer zu erraten. Wir müssen jetzt aber noch Gänse kaufen im Nachbarort. Fahr schon mal den Schlitten vor, Julius. Der ruft von draußen, hä? Und so, aha, Gänse kaufen. So stiftet Mutter Wolfen ihren Julius mal wieder zu einer krummen Tour an und besorgt sich gleich elegant ein Alibi. Und am nächsten Morgen im Amtszimmer platzt der Amtsdiener herein und sagt, Herr Baron, ich bin hier nicht der Baron, ich bin hier der Amtsvorsteher. Jawohl, Herr Baron, bei Krüger ist Holz geklaut worden. Woher haben Sie das? Von Dr. Fleischer. Arrgh, mit diesem Demokratenpack unterhalten Sie sich. Da kommt der Mottis rein, der Wehrhahn so, und Sie haben mir etwas gegen den Herrn Dr. Fleischer in die Hand zu geben? Ja, bei dem ist nämlich donnerstags immer Terroristen-Kaffeekränzchen. Aha, die hauen wir in die Pfanne. Da steht Krüger im Raum und der Mottis verkrümelt sich lieber mal und sagt, ich bin bestohlen. Das Dienstmädchen hat das Holz nicht eingeräumt und jetzt ist es weg. Ich verklag die Eltern. Ja, und wer sind die Eltern? Das sind die Wolfs. Herholen. Dann wird die Frau Wolf geholt und sagt, Sie Ausbeuter, zu Ihnen geht meine Tochter nicht mehr. Und er so, Sie zahlen mir das Holz. Ich lass mich doch nicht von Ihnen unterdrücken. Wer könnte denn das Holz geklaut haben, Frau Wolf? Und ich so, keine Ahnung. Wir mussten ja gestern Abend noch Gänse kaufen, war Mitteldorf? Ja, ja, die waren Gänse kaufen. Und wo war das Holz her? Wie bitte? Der hört nämlich auch noch schlecht. Wo das Holz her war? Was für ein unverschämter Unteroffizierston spielt den König hier? Ich bin hier der König! Und damit lässt seine Majestät das Diebstahlopfer stehen. 8 Tage später muss bei Wolfens wieder viel organisiert werden. Und ihr Mann steht so im Raum und sagt, was soll ich jetzt mit dem Geld machen? Na, du sollst es einbuddeln. Ja, aber wenn die den Pelz bei Vulko finden, red nicht, mach!
Hier hast du eine Marke, dann gehst du einen Schnaps trinken. Männer! Da kommt Dr. Fleischer mit seinem Söhnchen rein. Und wir lernen noch eine ganz andere Seite von Mutter Wolf kennen. Die fährt nämlich total auf das Kind ab. Na, Kleiner, wie geht's dir? Was machst du? Der wollte unbedingt Boot fahren. Ja, dann geh doch schon mal zur Adelheid und spiel mit ihr. Und die fährt später mit denen dann Boot. Und aufgeweicht von dieser Begegnung, denn sie hatte selber einen kleinen Sohn, der gestorben ist, sagt sie, Fleischer, Sie müssen erstens mit Ihrem Geld aufpassen, zweitens müssen Sie aufpassen, mit wem Sie reden und sagen Sie nicht immer so demokratisches Zeug. Und er ist ganz verwundert und sagt, ja, und Sie müssen sich mal wieder mit dem Krüger vertragen. Und kaum ist er weg, versucht sie verzweifelt, das Holz aus ihrer Küche rauszuschaffen. Da steht aber der Krüger auch schon im Raum und sagt, Frau Wolf, ich habe Ihnen so Unrecht getan. Schauen Sie, jetzt ist auch noch mein Pelz gestohlen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Tochter zurückkommt. Sie kriegt auch eine Gehaltserhöhung. Och, das ist aber sehr nett von Ihnen. Das ist so eine Schweinerei. Erst das Holz, das war genau solches Holz, wie Sie hier in der Küche liegen haben. Und jetzt auch noch der Pelz. Ja, wir kriegen die Schweine. Vielleicht hat Mutter Wolf doch ein bisschen kalte Füße gekriegt. Jedenfalls sitzt sie am nächsten Morgen wieder im Amtszimmer von Wehrhahn und zwar mit ihrer Tochter Leo. Und so fliert ihr so. Und der Wehrhahn aber erstmal, ich habe überhaupt keine Zeit, was wollen Sie? Das Paket hier haben wir bei der Bahn gefunden und da ist die Weste von Herrn Krüger drin und das hat der Dieb vielleicht, und das hat der Dieb vielleicht auf dem Weg nach Berlin fallen lassen. Ja, keine Zeit, kommen Sie morgen. Was wollen Sie? Denn da ist auch noch dieser Spreeschiffer und sagt, meine Frau hat ein Töchterchen geboren, das will ich anmelden. Da steht aber Fleischer im Raum und sagt, ich habe eine Spur im Pelzdiebstahl. Ich bin gestern mit der Tochter von der Frau Wolf Boot gefahren und da waren Spreeschiffer mit einem Biberpelz. Das ist alles, das ist ja lächerlich. Ja, aber das war ein Hartz-IV-Spreeschiffer und ein nagelneuer Designerpelz. Und der Wehrhahn will ihn so abperlen lassen. Da kommt aber der Krüger dazu und nervt auch noch. Sie tun nichts wegen meinem Pelz. Die Frau hier hat Beweise, der Fleischer hat was gesehen und sie tun nichts. Ja, ja, ja. Hier, wir haben ja einen Schiffer. Wir fragen den mal, ob das so ungewöhnlich ist, dass ein Schiffer einen Biberpelz anhat. Und der so, nö, ich habe ja selber einen Biberpelz. Er hat selber einen. Und das Paket, das deutet ja darauf hin, dass der Dieb längst in Berlin und über alle Berge ist. Das ist doch eine falsche Fährte, Mann. Das ist ja eine Beweisorgie. Nee, da habe ich ganz andere Erfahrung. Und die Frau Wolf schlägt auch so in diese Kerbe rein. Ja, aber vielleicht ist es eine falsche Fährte und bringt den Wehrhahn auf diese Weise dazu, total stur zu werden und sagt, und den Schiffer ignorieren wir auch, denn sonst müsste ich ja das ganze Dorf durchsuchen. Ich räume hier bald ganz anders auf, meine Herren. Und der Krüger und der Fleischer gehen und der so, boah, dieser Fleischer, dieser Demokrat, aber das ist doch eigentlich ein guter. Passen Sie auf, was Sie da sagen. Ich sag halt immer, was ich denke, Herr Baron von Wehrhahn. Tja, wenn alle so aufrichtig wären wie Sie. Und Überraschung, das Stück ist zu Ende. Nimmt die Gerechtigkeit ihren Lauf? Werden die krummen Touren der Wolf aufgedeckt? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen ist, von nichts kommt nichts und man muss sich schon mal ein bisschen nach der Decke strecken, gell? Also gucken Sie doch mal, ob Sie vielleicht auch den einen oder anderen Rentner über den Tisch ziehen können oder vielleicht kleinen Kindern den Lolli klauen. Sie machen das schon. Und das, liebe Gemeinde, war der Biberpelz von Gerhard Hauptmann. Vielen Dank.